jetzt 14 alleine wohnst, ist noch was anderes, als wenn du mal bei deiner Mom bist. Du kommst in ein Internat, wo 20 Jungs leben, du bist der Jüngste. Viele Menschen haben mir gesagt, wir wollen dich da anbringen, wir sind nicht im Profibereich. Da denkst du natürlich selber, ja, du kannst das schaffen. Du merkst halt, jeder ist ein Stück netter zu dir, als wenn du, sag ich mal, ein normaler Mensch wärst. Und halt in der U19 haben wir Youth League dazu. Das ist halt Champions League für die Jüngeren. Da spielst du halt gegen Paris, gegen Barcelona, Real Madrid. Da musst du halt besser als die Hälfte deiner Mannschaft sein, weil dann nur 10 aussortiert werden und 10 kriegen Vertrag. Was denn bei dir, als du das erste Mal bei den Profis hochgekommen bist? Das war dann nochmal krass so. Also wenn du jetzt mit Marco Reus auf dem Platz bist, früher Idol gewesen, nochmal auf einmal spielst du mit ihm so. Ansgar Knauf oder Jesus Famukuku, weil die kannte ich auch schon vorher aus dem Internat. Also der hat mich die ersten Einheiten, sag ich mal, immer ein bisschen so, das heißt gemobbt, aber der hat mich immer angeschrien, so, aber halt aus Joke, und ich bin halt auch einer, der damit klarkommt. Hi, mein Name ist Leon Köhl, ich bin 19 Jahre alt und ich habe 12 Jahre in der Jugend bei Bayer Leverkusen gespielt. Hi, ich bin Faruk, ich bin 19 Jahre alt, bin Leons bester Freund und habe bei Borussia Dortmund gespielt. Und ihr schaut einfach Fußball. Ja, also ich spiele schon bei Leverkusen, seitdem ich 7 bin. Dann ab U12, U13, U14 wurde es schon ein bisschen ernster. Da begannen dann auch die ersten so regionalen Auswahlen. Dann zweites Jahr U17 Kapitän gewesen. Dann U19 gute Saison gehabt. Knapp deutsche Meisterschaft, Halbfinale verpasst. Und dann jetzt letztes Jahr A-Jugend nochmal Youth League gespielt und international ein bisschen Erfahrung gesammelt. Ich habe bei Bonn SC angefangen. Da bin ich zu Bayer Leverkusen gewechselt in der U11. Hab dann mit Leon zusammen, haben wir bis zu U14 zusammengespielt. Dann sind wir getrennte Wege gegangen. Ich habe mich dann für Borussia Dortmund entschieden und habe dann bis zur U19 jetzt da gespielt. Also viele Erfolge gesammelt, Youth League. Bin deutscher Meister geworden in der U19 und der hat ja schon oft gegen Leon zusammengespielt. Ich habe schon oft gegen Leon gespielt in der Jugend und also meistens haben wir dann gewonnen, aber war halt immer eklig gegen ihn zu spielen, weil er ist halt ein Spieler, der aggressiv ist gegen den Ball. Gibt der Mannschaft eine Ruhe, ist immer sicher am Ball und ein guter Anführer. Also übernimmt viel Verantwortung. Ich weiß noch, es war in der U10, da kam er zum Probetraining. Der war ja damals schon, der war größer als wir alle. Da dachte ich erstmal, was ist das denn für einer? Und ich weiß noch, dann U11, glaube ich, erstes Spiel war gegen BVB. Ich glaube, da haben wir auch gewonnen. Da haben wir die schon eigentlich gut auseinandergenommen. Da habe ich auch 2 Tore gemacht sogar. Ich glaube, das ist das einzige Mal in meinem Leben, dass ich 2 Tore in einem Spiel gemacht habe. Aber ja. Ich bin in der U14 gewechselt und zwar auf einem Turnier in Holland, wurde ich dann von Borussia Dortmund entdeckt. Ich bin ins Internat gezogen und wenn du mit 14 alleine wohnst, ist noch was anderes, als wenn du mal bei deiner Mom bist. Du kommst in ein Internat, wo 20 Jungs leben, du bist der Jüngste. Die waren alle 17, 18 und ich war halt mit 14 so der Kleine unter der Truppe. Und die Mannschaft, da kannte ich auch noch nicht so viele, musste mich erstmal einleben und so. Wie ist es eigentlich, gegen einen Freund zu spielen? Ich sag ehrlich, ich musste immer lachen, wenn ich den gesehen habe. So, okay, wir sind so ein bisschen, können nicht so, was heißt ernst bleiben, aber ich guck den an, ich muss lachen. So. Wir haben uns die ganze Zeit so nach jeder Aktion dann, sage ich mal, ein bisschen unterhalten, ein bisschen gelacht, weil ich bin ja fast dieselbe Position so. Meistens hat dann auch BVB gewonnen. Obwohl, ich sag ernst, also meistens haben wir so, was heißt, schöneren Fußball und so gespielt, aber die haben halt immer gewonnen, weil die eiskalt, sage ich mal, vor dem Tor waren und so. Aber es ist halt schon eigentlich, was heißt, ist schon ein bisschen lustig, eigentlich gegen den zu spielen. Ich weiß noch, unser erstes Spiel in der U15, da waren wir Gegenspieler, also halt auf derselben Position. Und da stand es in der Halbzeit 4-0 für uns und da haben wir die komplett auseinandergenommen. Also da musste ich auch schon lachen im Spiel, wo ich ihn gesehen habe, so, weil die waren da alle abgefuckt und so. Das war das einzige Mal, glaube ich, so eine Klatsche direkt in der Halbzeit. Aber da haben wir noch kurz aufgeholt, weil der Trainer eher flattern bekommen hat. Trotzdem 4-2 gewonnen. Ja, direkt an Fünferkette. Wow, geh nach hinten. Direkt. Oh, macht. Ich habe gemerkt, so, es wird langsam ernst, wo ich zu Borussia Dortmund gewechselt bin. Weil das ist, glaube ich, wenn ich der größte Club Deutschlands mit Bayern. Da habe ich gemerkt, wenn die dich haben wollen, dann muss es schon gut sein. Dann hast du auch das Zeug, mehr zu erreichen. Da kam auch Nationalmannschaft dazu in der U15 und so. Dann habe ich schon gemerkt, so, du hast gute Chancen, Profi zu werden. Bei mir war das so in der U17, älterer Jahrgang, da wo ich gemerkt habe, ich bin schon, sage ich mal, eine Stufe drüber mit den durchschnittlichen U17-Bundesligaspieler. Ich war Kapitän. Viele Menschen haben mir gesagt, wir wollen dich da anbringen, wir sind nicht im Profibereich. Da denkst du natürlich selber, ja, du kannst das schaffen und das motiviert dich dann auch. Und was denn bei dir, als du das erste Mal bei den Profis hochgekommen bist? Bei mir war das in der Länderspielpause. Da waren halt ein paar Profis weg und dann wurden halt 3, 4, 19 Spieler hochgeholt. Ich glaube, da hatte ich auch eine ziemlich gute Phase. Hab dann auch eine Woche mittrainiert und dann im Freundschaftsspiel gegen Paderborn dann mitgespielt. Das war dann nochmal krass so. Also wenn du jetzt mit Marco Reus auf dem Platz bist, früher Idol gewesen, und auf einmal spielst du mit ihm so. Ich glaube, da bist du auch erstmal ziemlich nervös. Dafür macht man das ja, um solche Ziele zu erreichen. Wer hat dich denn so an die Hand genommen? Wer war so der Korrekteste bei den Profis? Ich muss sagen, bei uns waren wirklich alle korrekt so. Aber halt die Jüngeren, die schon da waren, so Ansgar Knauf oder Jesus Famukuku, weil die kannte ich auch schon vorher aus dem Internat. Boah, bei mir war das, ich glaube, sogar Larabi war sogar sehr korrekt zu mir. Also der hat mich die ersten Einheiten, sage ich mal, immer ein bisschen so, das heißt gemobbt, aber der hat mich immer angeschrien, so, aber halt aus Joke. Und ich bin halt auch einer, der damit klarkommt.
Und dann, keine Ahnung, der hat mir danach aber dann halt immer so auch ein bisschen gepusht. So auch generell, so ein Spieler wie Demirbay, der schon mehr Erfahrung hat, oder Andrich oder Lomp bei Leverkusen, die sind schon, oder auch Jonathan Tah, die sind alle sehr nett, die pushen dich und die wollen einfach, dass du Gas gibst und dich an das Niveau anpasst. Wie haben eure Mitschüler darauf reagiert, dass ihr bei einer Bundesliga-Jugendmannschaft spielt? Auf meiner Schule war es auch, ich komme aus so einem kleineren Ort und da war ich dann natürlich, sage ich mal, was heißt der Star der Schule, aber ich war schon so, das heißt, mich kannte jeder so auf den. So jeder wusste ja, der spielt bei Leverkusen, der ist dies und das, das wussten auch dann viele Lehrer. Manchmal war das positiv für den Lehrer, manchmal negativ. Auch in der Schule, so, du merkst halt, jeder ist ein Stück netter zu dir, als wenn du, sage ich mal, ein normaler Mensch wärst. So, die sind dann, bei mir war das so, die waren dann alle ein Stückchen netter zu mir, haben mich manchmal, das ist ein bisschen unangenehm, aber die haben mich manchmal in der Bistro-Schlange vorgelassen oder so. Einfach, keine Ahnung, so welche Sachen. Oder haben mir einen Stift geliehen oder irgendwie so welche Sachen. Aber das merkt man schon, vor allem wenn man aus so einem kleineren Ort kommt. Man muss überlegen, so, das Leben dreht sich so bei uns eigentlich um Fußball und um Schule auch. Das stehst unter Druck, dass du nicht nachfallen darfst. Du musst quasi das machen, was alle machen und du hast dazu noch Fußball, so eine Belastung von 4 Stunden. Das ist natürlich auch schwer, sich manchmal zu motivieren dafür, aber ich bin durchgekommen. Ja, ich bin durchgekommen, ich habe Fachabitur gemacht. Ich habe Abi gemacht. Also. Sorry. Ich bin damit zufrieden und habe immer noch einen Plan B, wenn Fußball nicht läuft, wegen Verletzungen oder sonst was. Modemarke? Nein, ich werde keine Modemarke gründen. Also ich glaube, ich würde Sport studieren, also versuchen. Sportmanagement in die Richtung, weil ich kenne mich ja schon gut mit Fußball aus oder mit Basketball und so. Ich glaube, das wäre was für mich. NLZ, das heißt Nachwuchsleistungszentrum, das haben die meisten Bundesligisten, Zweitligisten. Das ist halt sozusagen die Akademie der Bundesligisten. Das beginnt ab U8, U9, U10 und das ist halt, das geht bis U19 hoch. Und das ist halt einfach so Fußball, aber nicht nur aus Spaß, sondern halt einfach mit dem klaren Ziel, mit dem, dass man aus den Jungs Profi macht. Du kriegst Top-Bedingungen. Top-Plätze, Athletiktrainer, Cheftrainer, Videoanalysten, Ernährungswissenschaftler und alles, die so halt einfach daran arbeiten, dass du das Beste, dass du dich am besten entwickelst. Und so ist das halt zugeschnitten. Du spielst dann halt auch gegen die größten Vereine in Deutschland, gehst auf große Turniere, international sowie auch national. Es ist halt so, das ist halt einfach Fußball auf einer höheren Stufe. Das war eigentlich gut erklärt, oder? Also ich habe ja Youth League und so gespielt, da habe ich schon gegen die einen oder anderen Baller gespielt von City oder PSG oder so. Bruder von Mbappé habe ich gespielt, auch sehr, sehr gut war Florian Wirtz, gegen den haben wir beide gespielt. Was wie Wirtz oder Gavi, die sind einfach vom Kopf her so handlungsschneller. Die sind einfach abgebrüht, also die spielen so, als hätten die keinen Druck. Die nehmen die Bälle an, machen, was die wollen und ich glaube, die haben auch die Freiheit dazu. Ich glaube, wenn du so ein krasser Spieler bist, dann kannst du auf dem Feld machen, was du willst und da sagt auch keiner was. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren und ein Like da lassen. Und habt ihr in der U17 auch mal Beinis verteilt? Das kommt oft auf den Trainer an und auch auf die Position, wo du spielst. Also ich spiele ja, ich bin Sechser, meine Aufgabe ist, sage ich mal, so wenig Fehler zu machen, wie es geht und einfach eine hohe Passquote zu haben, sichere Bälle zu spielen, gute Pässe, das Spiel fortzusetzen. Und wenn ich dann Beinis versuche, dann, glaube ich, tötet mein Trainer mich. Ich habe es natürlich mal probiert, aber hat er mich schon böse angeguckt. Deswegen, ich lasse sowas. Das ist auch vor allem in Deutschland so. In Deutschland kannst du sowas gar nicht bringen. Vielleicht in Brasilien oder Spanien, aber in Deutschland kommt dann der Trainer und sagt dir, spinnst du? Ja, bei mir genau dasselbe. Also wir sind ja Verteidiger oder Mittelfeldspieler. Und ich glaube, wenn du vorne spielst, hast du nochmal die Freiheit, Sachen auszuprobieren, die du machen willst. Aber wenn du halt Verteidiger oder Sechser bist, musst du halt sicher spielen. Und wenn du da einen Fehler machst, Gegentor. Und da kannst du sowas nicht bringen. Wie fühlt es sich an, vor tausenden Fans zu spielen? Also ich habe 2-mal im Signal Iduna Park gespielt, in der Youth League, gegen Atletico Madrid und einmal gegen Hajduk Split im Viertelfinale. Und bei beiden Spielen waren 20.000, 25.000 Zuschauer. Das ist nochmal was anderes, als wenn du jetzt am Trainingsgelände von uns mit, keine Ahnung, 1.000 Zuschauern spielst. Wenn du gute Aktionen hast, dann feiern nicht die Fans, dann hast du Geschreie. Und ich feiere sowas sehr. Ja, ja. Also wenn du jetzt einen Grätsch auspackst und alle schreien, boah, also ist schon ganz nice. Aber wenn du einen Ball verlierst, kommt dann auch so, oh, das gehört dann halt dazu. Und, so. Du hörst halt gar keine Kommandos so auf dem Platz. So, wenn da nicht so viele Fans sind, dann kannst du sehr gut reden mit deinen Mitspielern, sagen, ja, dreh dies, das. Mhm. Aber wenn dann so Fans so reinrufen, du hörst, also man denkt das nicht so krass, aber du hörst wirklich gar nicht. Ich glaube auch bei den Profis, wenn du jetzt vor 80.000 spielst, da wenn der Trainer was schreit, hörst du nicht, also du musst halt selber wissen, wo du stehen musst und was du machen musst. Wann habt ihr das erste Mal Druck verspürt? Das mit dem Druck fängt in der U17 an, weil da ist das erste Mal wirklich U17 Bundesliga. Und wenn du da ins Halbfinale kommst, da spielst du auch schon vor vielen Zuschauern und das wird dann auch im Fernsehen ausgestrahlt und da fängt es an. Und dann kommt halt in der U19 nochmal Youth League dazu, ist halt Champions League für die Jüngeren. Da spielst du halt gegen Paris, gegen Barcelona, Real Madrid und das ist dann nochmal international schon hoch angesehen. Bei mir hat das so in der U15 angefangen, wo es halt darum ging, in die U17 übernommen zu werden, halt deinen ersten Vertrag zu
kriegen, dann musst du halt besser als die Hälfte deiner Mannschaft sein, weil dann nur 10 aussortiert werden und 10 kriegen Vertrag. Da fängt es schon langsam an, dann denkst du, ja, ich muss Gas geben, ich muss besser als der sein. Und dann wird das halt, sag ich mal, bis zu 19 immer höher. Damit musst du, sag ich mal, leben, so als Fußballer, ist ja auch ein Ding. So, du musst mit Druck umgehen können, du musst Druck in positive Energie umwandeln. Das ist zwar nicht immer leicht und so, du machst ja natürlich auch deine Gedanken, aber das gehört halt dazu. So, dafür werden die meisten Fußballer halt gut bezahlt. Und deswegen, ja. Wie geht es euch nach einem schlechten Spiel? Also wenn ich scheiße spiele, ich mach Handy aus, ich rede 2 Tage mit keinem. Also ich schließe mich einfach in mein Zimmer ein. Und wenn dann meine Mutter oder mein Vater kommt, dann sage ich, die sollen einfach mal rausgehen, mich in Ruhe lassen. Vielleicht gehe ich dann ein bisschen mit Freunden raus, um ein bisschen zu lachen und so. Aber ich habe dann keinen Bock, einfach über Fußball zu reden, dann so ein paar Tage, weil mich das dann immer weiter selber nervt. Und deswegen, so, wenn es mal nicht so gut läuft, dann versuche ich mich halt einfach auf andere Gedanken zu bringen und nicht so darüber nachzudenken. Wie ist es bei dir, Faruk? Also bei mir ist halt so, wenn ich jetzt vom Spiel nach Hause komme und ich habe ein schlechtes oder gutes Spiel, will ich halt allgemein wenig über Fußball reden, weil ich meine, ich habe Fußball schon die ganze Woche auf dem Trainingsplatz und so. Und wenn ich nach Hause komme, will ich halt einfach mit meiner Familie über andere Sachen reden und nicht nur Fußball. Das wissen auch meine Eltern. Das ist bei jedem Fußballer so. Also wenn es bei dir nicht so ist, dann machst du irgendwas falsch, dass du nach einem schlechten Spiel halt abgefuckt bist. Vor allem in der U19 Bundesliga, weil da geht es ja auch schon um viel, ob du dann, keine Ahnung, einen großen Vertrag unterschreibst und da musst du halt abliefern. Bei Bayer Leverkusen kann man auf jeden Fall sagen, dass öfters Spieler aus der U8 bis zur U19 kommen, was in den meisten Nachwuchsleistungszentren nie der Fall ist. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt ist, aber das war eigentlich immer sehr familiär und so, man konnte immer mit jedem reden und die haben auch an einen geglaubt und alles. Deswegen, so in meiner Mannschaft, in meinem Jahrgang waren zum Beispiel 4 Leute, die von der U8 bis U19 dann waren. Die kennt man dann, das sind halt auch gute Freunde dann geworden. Deswegen, das vielleicht so bei Leverkusen, das ist vielleicht unerwartet familiärer, als man denkt. Gibt es im Internat Personen, die sich um euch kümmern? Also du hast 2 Betreuer, die dir immer zur Verfügung stehen. Also egal wann so. Wenn du mit 14 hast du ja noch kein Auto oder so. Wenn du von da nach da gefahren werden musst, kannst du die anrufen und wenn die Zeit haben, machen die es gerne. Um Schule wird sich auch gekümmert. Also alles, was du brauchst, hast du eigentlich da. Wir haben auch in Dortmund Sportpsychologen. Mit denen kannst du halt auch immer reden. Also wenn du was brauchst, wenn es dir nicht gut geht, kannst du eben schreiben. Ich würde gerne mit dir reden und dann ist er eigentlich meistens auch immer da. Der hat mir aber auch einmal sehr, sehr gut geholfen. Da auch privat schon, das muss ich sagen. Da hat sich mein Bruder zum Beispiel schwer verletzt. Hat mich schon sehr mitgenommen damals. Und der hat ja auch bei Leverkusen gespielt, hat das mitbekommen, ist auf mich zugekommen, hat mit mir geredet. Und das hat mir auch damals sehr, sehr gut getan, dann mit ihm dann noch zu reden. So, das ist schon. Also wir hatten auch einen sehr guten Sportpsychologen, so muss ich sagen. Also ich finde, einen guten Trainer macht aus, der immer noch menschlich bleibt, der einen einfach immer weiter pusht, immer motiviert und einfach ein guter Mensch ist. Ich hatte zum Beispiel immer einen Trainer, der hat mir gesagt, ich darf nicht von Weitem schießen. Wie willst du denn deinen Schuss verbessern, so, wenn du das nicht mal probieren darfst? Ich glaube, bis zu einem bestimmten Punkt bringt dich das Talent weiter natürlich, aber irgendwann ist halt Kopfsache so. Willst du es halt wirklich oder machst du es einfach so aus Spaß? Und ich glaube, da musst du halt selber für dich entscheiden, ob du wirklich das mit 100% angehst oder halt ein bisschen chillst. Und ich glaube, wenn du mit 100% immer dabei bist, kannst du schon weit schaffen. Wie geht es für euch jetzt weiter? Also bei mir ist, ich habe U19 gespielt. Bei mir war die Debatte, dass ich einen Profivertrag bekomme und dann verliehen werde von Leverkusen. Dafür bräuchte ich aber einen adäquaten Verein, sage ich mal. Einen guten Verein in 3., 2. Liga oder Ausland, 1. Liga. Das hat sich aber bei mir leider nicht ergeben, aus unterschiedlichen Gründen. Ich werde jetzt in der USA ein Stipendium kriegen an einer Top-3-Uni, was Fußball angeht. Und werde da meinen Weg gehen halt. Ich werde versuchen, natürlich Profi zu werden in Amerika über die MLS. Und ich werde auch noch nebenbei ein sehr gutes Studium machen, womit ich viel anfangen kann. Und das ist halt meiner Meinung nach besser für mich langfristig, anstatt jetzt irgendwo 7, 8 Jahre Regionalliga zu spielen für 700 Euro und danach nichts mehr zu haben. So. Mein Vertrag ist jetzt ausgelaufen und ich habe mich dazu entschieden, nicht zu verlängern, sondern meinen Weg woanders zu suchen, weil ich glaube, dass ich in einem anderen Verein, sage ich mal, mehr Chancen hätte. Weil ich glaube, Borussia Dortmund ist nochmal einer der größten Clubs in Deutschland. Früher war ich halt ein bisschen chaotisch, wo ich zu Dortmund gekommen bin. Aber mittlerweile würde ich sagen, habe ich einen klaren Kopf. Ich glaube, da hat mir der Verein viel geholfen. Trainer, auch im Internat die Leute. Jetzt bin ich schon ein bisschen, also ein reiferer Mann geworden, sage ich mal. So Leute, das war's mit dem Video. Ihr könnt unten in die Kommentare eure Fragen dalassen. Gebt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben und folgt diesem Channel. Und über uns hier sind 2 Videos eingeblendet. Das war's von mir. Meine Seite auch. Wir hören uns. Peace. Ciao.